So, Freunde, herzlich willkommen zu Let's Battle Together Minecraft Staffel 2. Und zwar sind wir hier in Twilight Forest und wir spielen mit drei Teams und in Team 1 sind wir Doms und Lovely Potato. Gut. Habt ihr was gesagt? Domse, bitte stell dich einfach vor. Achso, wir sollen uns vorstellen. Ja, was? Hallo, okay, ich nehme hier ein bisschen die Nervosität. Hi. Okay, hi, ich bin Domse. Okay. Steht auch, glaube ich, ich habe endlich den Minecraft-Namen Domse. Ja. Ja. Und okay. Zwei haben wir Edetret und Zottel. Hey! Das durfte Marcel sich gar nicht vorstellen, aber so. Nee, der ist mir wichtig. Genau. Wir brauchen ihn nicht. Wir brauchen ihn nicht. Schlag mir noch einmal und ich finde deine Mutter. So. Das ist Marcel. Hat er sich jetzt aufgehangen? Oder? Ja, aber ich höre dich nicht. Ja, ich habe mich kurz aufgehangen. Gut. Oh mein Gott. Also, nehmen wir uns die Items und fangen an. Hallo Leute und herzlich willkommen. Let's Battle Together Minecraft mit dem Marcel. Das ist der Typ da oben. Mein Name ist Bob. Ihr seht gerade meine Sicht bei mir und bei Marcel seht ihr seine Sicht. Ich weiß, ein bisschen verwirrend, aber egal. Ihr findet das schon noch alle heraus. Ich weiß jetzt gar nicht mal, in welche Richtung die alle gegangen sind, dass wir jetzt mit allen zusammen in die gleiche Richtung laufen. Das wäre voll dumm, weißt du, was ich meine? Wir gehen einfach jetzt in die Richtung hier. Okay, ich baue schon mal Holz ab, damit fängt man immer in Minecraft an. Habe ich da eben hinten einen Namen gesehen? Egal. Und dann töten wir schnell ein paar Hirsche. Ja, wir spielen mit dem mit dem Twilight Forest Mod, das ist so eine Mod in Minecraft und wir spielen tatsächlich noch auf der Version 1.7.10. Bei Mods in Minecraft irgendwie werden die ganzen alten tollen Mods, wie zum Beispiel der Twilight Forest Mod, irgendwie nicht mehr weiterentwickelt. Und deshalb müssen wir auf so alte Versionen zurückgreifen, was ich echt sehr schade finde. Ich sehe gerade Achievements sind an, aber gut. Und ich sehe gerade die meinen schon. Genau, die haben schon angefangen. Wir haben noch ein Schwert. Los, Attacke. Eigentlich, ja, wir haben ein Schwert, wir müssen, genau, wir können eigentlich die Hirsche killen, ja. Eigentlich hast du recht, ja. Oh mein Gott. Das ist so. Also Leute, ich habe seit gefühlt einem Jahr kein Minecraft mehr gespielt. Also ja, same here. So lange wie keine Minecraft-Videos bei mir oder überhaupt Videos bei mir kamen, habe ich auch kein Minecraft mehr gespielt. Und das ist halt echt ewig. Ich muss auch noch OBS updaten und alles. Aber okay, hier bin ich wieder. Warum kamen so lange keine Videos? Kurzfassung, Studium, Finanzamt. Dann musste ich noch in den Knast und bin jetzt wieder draußen. Ah nee, das war ja ApoRed, sorry. Hab da ein bisschen was verwechselt. Auf jeden Fall, ich mach schnell eine Axt für genügend Holz. Und dann würde ich sagen, verziehen wir uns gleich schon in jetzt mach ich eine Holzachse, ich depperte. Verziehen wir uns am besten in eine Höhle, sobald wir genug Holz haben und farmen da erstmal alles zusammen, oder? Machen wir. Such dir einen eigenen Baum, Arschloch. Ja, es ist okay. Baust du den Workbench wieder ab? Nicht, dass wir zu viel Holz verschwenden oder so. Ja, bei mir kam auch ewig kein Video mehr. Aus dem einfachen Grund. Hashtag Livestream Twitch. Ja, also bei ihm kam auf jeden Fall irgendwas. Ja, auf jeden Fall mehr als bei dir. Ja, es ist okay, Marcel. Ja, es ist halt alles nicht so einfach, Leute, mit der Zeit. Vor allem, wenn man halt nebenbei Geld verdienen muss. Und YouTube nicht hauptberuflich. Ja, ich mache YouTube nicht hauptberuflich. Ja. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass ich mich gemacht habe, wenn ich mir jetzt andere Kanäle so anschaue. So, Morgan. Nein, nichts gegen ihn. Ich bin ein super Typ, aber ich glaube zu wissen, und ich will jetzt auch nicht lästern oder so, dass er das nur macht, auch anhand der Anzahl der Videos. Und ja, also, Mr. Morgan, falls du das siehst, wir beide sind jetzt so ziemlich unten am Arsch. Ja, du bist ein bisschen weniger am Arsch als ich mit YouTube. Egal. Wir können gerne mal was zusammen machen. Auch wieso, Marcel, was ist denn passiert? Ich habe da jetzt gar nichts mitbekommen. Also, soweit ich gehört habe, läuft bei ihm halt einfach klickmäßig nicht mehr. Wie gesagt, ich. Cooler Typ, Mr. Morgame. Auf jeden Fall. Ich habe ihn auch schon mal auf der Gamescom getroffen. Er weiß noch nichts davon, was ganz witzig ist. Aber ja. Ja, ich würde mal sagen, wir haben mehr als genug, ne? Stimmt, wir könnten mal in eine Höhle gehen, ja. Wir sollten nicht vergessen, dass das hier ein Battle ist. What the fuck? Warum? Viewbobbing ist aus, glaube ich. Ach, das hatte ich ausgestellt, weil ich dachte, das verursacht Lex. Mit Pflanzenwort, ne? Also sprich, wir haben auch Waffen. Ja! Oh! Guck dir das hier mal an. Ich spring mal in die Lava. Es hat übrigens jedes Team 6 Leben und kann man Lapis mit. Ja, perfekt. Ja. Ich weiß nicht, brauchen wir das für irgendwas? Doch, für manche Waffenboxen braucht man das, glaube ich. Da ist auch schon Eisen. Also, jedes Team hat 6 Leben insgesamt und Leben werden nur durch Spielertode, nicht durch Mobtode abgezogen. Wird ein Tod aber
durch einen Spieler verursacht, dann zählt das natürlich als abgezogenes Leben. Das Wasser nervt mich jetzt schon hier. Ja, ist ziemlich nervig, aber hier ist Eisen und das ist doch super. Also, wir brauchen ultra viel Eisen. Und Schwarzpulver. Und Schwarzpulver. Ganz viel Schwarzpulver. Ja, gut, das heißt, Creeper ist ja nicht so wild dann. Nö, Creeper an der Oberfläche ist richtig gute Idee, die alle zu jagen. Ah ja, und dadurch, dass wir halt keine Leben verlieren durch Mob-Tode, ist es eigentlich auch ganz nett. So, da ist der erste auch schon gegangen. Ich habe übrigens, das ist so, muss ich hier mal gerade sagen, das ist das erste Battle, bei dem ich mitmache, was ich nicht selber organisiere. Es wird nicht von mir organisiert, deshalb habe ich keine Ahnung, ob wir eigentlich gemeinsam die Folgen anfangen oder beenden. Keine Ahnung, wir machen das einfach mal, was wir denken. Wird schon gut gehen. Ich weiß auch das Regelwerk ausnahmsweise mal nicht auswendig, weil ich das gar nicht gemacht habe. Also das Regelwerk ist aber wirklich eine totale Katastrophe. Einer in dem Team hat Wasser. Ich habe vergessen, wie gefährlich Lava in Minecraft ist. Einer hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche und der hat, glaube ich, auch das Regelwerk gemacht. Wie gesagt, ist auch nicht diskriminierend gemeint oder so, aber ich habe es nur überflogen, weil ich mir das nicht mehr antun konnte. Die zwei Grammar-Nazis in einem Team, Alter. Ja, ne? Richtig schlimm. So, das Problem ist, glaube ich, dass die Höhlen hier generiert sind, falls das in der 1.7.10er Version nicht geändert wurde. Ich habe das irgendwann mal in 1.4 oder so gespielt, Twilight Force Mod. Da gibt es auch eine Battle-Staffel zu, oder war das 1.5? Ich weiß es nicht, da waren die Höhlen auf jeden Fall ziemlich komisch generiert. Man muss am Ende irgendwie Strip Mine. Ist das dann, wie sieht das mit den Regeln aus in Strip Mine? Genau, Strip Mine ist, glaube ich, muss ich mir ehrlich gesagt nochmal durchlesen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es strikt verboten ist oder ob es erlaubt ist, wenn man dann immer wieder an die Oberfläche geht. Das mache ich gleich nach der ersten Aufnahme, die aber jetzt noch sehr lange geht. Ja, wer weiß, wie lange noch. Eigentlich haben wir gar keine Kohle. Ist dir das schon mal aufgefallen? Doch, ich habe schon 7 Stück. Exzellent, dann baue ich mal einen Öfen und dann schmelzen wir mal unser Eisen für das wunderschöne. Brauchen wir jetzt schon gar nicht, ne? Mich nervt das Wasser hier überall, ne? Mich macht das so anstrengend. Mich nervt das gerade so ultra. Mich macht das so an, das Wasser. Oh. Was wolltest du das sagen? Oh ja. Kannst du die Kohle in den Ofen dünen, bitte? Ja, wenn du mir mal ganz kurz hier. Oh nein! Oh Marcel, Mann, jetzt akzeptier's doch einfach und lass gut sein. So. Hä? I hate it. Komm, Kohle hier, da noch mehr Eisen. So, ich spam jetzt so lange, bis mir jemand antwortet. Oh, endlich. Weil ich so wichtig bin. Okay, wunderschön. Eine Folge danach, eine Folge an der Oberfläche. Ajo. Gar nicht mal so doof irgendwie. Dann machen wir einfach eine XXL 2-Stunden-Folge. Ja. Und sehen uns dann irgendwann wieder. Ne, finde ich gut. Dann würde ich vorschlagen, wir fangen gleich an zu strippen. Ja, ich gehe jetzt. Ich bin gerade schon auf dem Weg nach unten. Okay, wunderbar. Da wir jetzt aber erst ab der Hälfte anfangen, würde ich sagen, schon mehr als der Hälfte fangen wir erst an. Hören wir nächste Folge auch erst mehr als ab der Hälfte auf, oder? Wir dehnen die Regeln so ein bisschen, wie uns gefallen. Das war's schon? Lol, ist das schon hier schon. Hier ist schon Obsidian. Okay, RIP. Obsidian oder Bedrock? Das ist mein Freund, Bedrock, das ist sogenannter Bedrock. Ja, nein, war mein Fehler. Aber tatsächlich auf Höhe 5. Also, das macht schon Sinn. Es kommt einem, das ist, glaube ich, diese Mod. Okay. Ja. Das hieß definitiv diese Mod. Dann brauche ich mich mal hier weiter lang. Ich sehe gerade durch die Minimap, die erlaubt ist, ja? Weißt du zufällig, wie ich das fixen kann? Mein GUI ist verschoben. Wenn ich jetzt Crafting, die Crafting-Anzeigen zum Beispiel sind. Wie soll ich das sagen? Die Crafting-Anzeige ist halt da, aber die Felder sind verschoben sozusagen. Weißt du, was ich meine? Nein. Ach. Keine Ahnung, tut mir leid. Egal. Ich würde mal Notch fragen. Oder Microsoft, die haben das jetzt alles so verhunzt. Geht das nicht mehr mit dem. Mit dem. Keys? Wenn du das da eine Fackel drunter setzt, dass das weg, alles weggeht? Hä? Und doch, müsste eigentlich gehen. Aber vielleicht ist der Server so leckfrei, nicht gesponsert, dass das dann tatsächlich nicht geht. Gehen wir mal hier weiter. Ja, ich bin übrigens die ganze Zeit überlegen, ob ich nicht echt irgendwann anfange Real Life. Keine Ahnung, was ich in Real Life Videos mache. Rennst du dann mit einer Papiertüte über den Kopf rum, oder? Nee, tatsächlich so richtig krass Real Life Videos. Es wäre aber wirklich schön, wenn ihr mir ein paar Vorschläge in die Kommentare schreibt.
Aber bitte nicht so Sachen wie Schmink-Tutorials oder so. Halt irgendwas wirklich Realistisches, was ich auch tatsächlich machen könnte. Vielleicht ist was dabei, wenn nicht, dann nicht böse sein, wenn ich es nicht mache. Also ich habe jetzt nicht vor, irgendwie für 200 Euro Leuten an den Arsch zu fassen. Diesen Content möchte ich nicht machen. Ich möchte auch keine Bombenpranks machen. Wie das ausgeht, haben wir alle schon gesehen. Also Pranks an für sich finde ich richtig dumm. Okay, ich hole mal unser restliches Eisen aus dem Öfen. Digga, ich bin ein Hurensohn, ich hab schon zum dritten Mal jetzt diese scheiß Fackel hier. Sag doch so ein böses Wort nicht, sonst wird unser Video entmonetarisiert, Marcel. Ach ja, da war ja was, ne? Ach ja, hier. Da war was, ne? Mediakraft hat übrigens hier die ganzen, das Talents-Forum geschlossen, ne? Ja, keine Ahnung, war ich nicht drin. Ja, aber das gibt's nicht mehr. Und haben die es aufgegeben? Ja, die haben gemerkt, dass sie, wenn sie jeden annehmen, nicht automatisch besser werden. Ja. Da waren so viele Dullis drin, ne? Hä? Naga? Naga. Oh, das könnte ein böses Monstrum sein, das, okay. Ja, aber hier gibt's so Monster. Ach, das ist ja dieser, dieser Mod, meinst du jetzt? Wir sind im Twilight Forest Mod, ja. Okay. Marcel, guten Morgen. Nee, das sagt mir nichts. Ich kenne keine Mods. Ja, aber ich kenne mich mit dem Mod jetzt auch nicht so sehr aus. Ja, ich würde halt wollen echt den, vorschlagen... Wollen wir den Ofen mal hier reinholen? Ich fand das eigentlich Ich hab den schon reingeholt. Nur ich weiß nicht, ob das jetzt so Sinn macht. Ich bin dafür, wir gehen uns jetzt... Wir stecken uns wieder an die Oberfläche und suchen da mal nach ein bisschen Schwarzpulver, weil irgendwie gibt's da Eisen nicht so viel durch Strip Mining. Wir brauchen ja wirklich in erster Linie Eisen, noch mehr Eisen und ganz viel Schwarzpulver. Deshalb würde ich sagen, sollte da unsere Priorität liegen. Ich schau mal hier kurz rein. Hier ist noch mal ein bisschen Kohle. Die nehme ich auch mal noch schnell mit. Spiel. Ich habe einen Creeper gefunden. Sehr schön, töte ihn. Ohne dass er explodiert. Ach ja, die Melonen nicht essen. Weil wenn ich die Melonen esse, die wollen wir ja anbauen, die Melonen. Wofür wollen wir die anbauen, bitte? Weiß ich nicht, Food. Jetzt mich verarschen, das ist so nervig, Melonen zu essen. Wollen wir keine goldene Melone machen? So. Warum disconnecten die denn dann dauernd, Digga? Was ist? Ich weiß nicht, die haben Internet Pro. Oh, Eisen! Hier ist so ein. So grüne Lichter haben nichts zu bedeuten, ne? Ich glaube nicht, nee, das sind einfach so. Das sind einfach so Sachen Lichter aus dem Mod wahrscheinlich, ne? Genau. Aber guck mal, hier ist glaube ich. Ja. Oh, das Naga wird angegriffen. Ist es das da? Nee, das ist so ein Viech. Ich bin hier oben. Ich komm zu dir. Ja, ich dachte, das wäre gerade ein Gegner. Ich will mal kurz gucken, ob da bezüglich Schutzzeit, wie sieht's aus? Du, ich hab keine Ahnung. Oh, ich hab Eisen. Ja. Hey, wo ist denn dieses Naga? Also ich hab echt null Ahnung von der Mod hier. Auf jeden Fall stelle ich mir das ziemlich geil vor, wenn wir uns eine Base in den Trees bauen. Diese riesige Mauer, was ist das denn hier? Ja, ich dachte, dass da das Naga drin ist. Ist es aber scheinbar gar nicht. Wahrscheinlich geistert es hier irgendwo draußen rum. Und da ist es ein Hexenhäuschen. Die Frage ist, was zur Hölle ist das hier? Ja, du, ich habe keine Ahnung. Wir brauchen aber auf jeden Fall mehr Eisen. Alter, hier ist ein Dominik, Mob-Spawner. Wir haben so ein kleines Problem, ja. Ne? Was? Wo bist du? Ah, ich sterbe! Da schießt irgendwas Flammen. Das muss dieses Naga sein. Ich komme mal wieder zu der Mauer. Ich sehe dich da hinten. Marcileinchen. Oh, ach da, okay, ich komm. Jo, Attacke. Mit mir. Attacke, lol. Was ist das hier für ein... Das sind pinke Schafe, bunte Schafe. Okay, ich mag den Mod nicht. Ne? Ich finde eigentlich ganz nett. Ich finde den eigentlich super cool. Stirb. Noch nie in meinem Leben. Stirb. Aber ich habe den halt noch nie in meinem Leben gespielt. Stirb. So, also ich habe echt das Gefühl, Wir gammeln hier echt so ein bisschen zu sehr rum. Wir müssen halt aber echt mal eine gute Höhle oder sowas finden. Ich weiß halt echt nicht, wie wir jetzt schnell und effizient und effektiv an Eisen kommen sollten. Vor allem ist gerade die ganze Zeit Nacht, aber ist dir aufgefallen, dass nirgendwo... Nee, einen Creeper hast du schon gesehen. Nein, aber hier ist verdammt nicht Creeper. Ja, aber da kann man ja gleich nochmal drüber reden. Sonst... Ich geh mal nach oben. Ja. Weißt du, du sagst es einmal und schon kommt der erste Zombie. Ja, ne? Als ob die uns abhören würden. Also jetzt ganz ehrlich, der Baum hier ist derbe nice. Der da vorne? Der riesige vor uns. Ja, aber warum bauen wir uns nicht hier eine Base ein? Direkt hier. Was spricht dagegen? Keine Ahnung, wollen wir da nochmal drüber reden? Da hinten ist auch ein geiler Baum. Ich bin halt echt dafür, wir suchen jetzt erstmal genug Eisen und Schwarzpulver, weißt du? Ja, aber das Ding ist, wir können ja aus diesem Baum nach unten und nach oben bauen. Das ist ja das Gute, das sieht ja keiner. Ja, aber ich weiß halt echt nicht, ob Strip Mining so viel bringt. Mehr als jetzt rumzurennen. Da hinten ist auch schon die Welt zu Ende. Okay, die ist doch recht klein. Ich geh mal den Brunnen hier runter. Aber eigentlich müsste die Folge auch schon zu Ende sein.
Also das ist jetzt mein Vorschlag. Hier in so einen Baum gehen, hoch und runter arbeiten. Ich weiß gar nicht mehr, wo du jetzt bist. Hinter dir war ich. Dreh dich um. Okay, Leute, dann an dieser Stelle sag, da, in dem Baum. Ist echt in dem Baum zu nah an der Border. Ist vielleicht ein bisschen blöd mit Fluchtmöglichkeiten, oder? Ich glaube, an so einem Baum. Wie gesagt, wenn man nach unten arbeitet. Ja, dann nehmen wir können auch den nach vorne nehmen. Na gut, ich bin dafür, wir nehmen den. Lass da gleich drüber gehen. Das war's also schon Leute, das war's schon mit der ersten Folge. Lass doch eine Bewertung. Ich hab's mir nur genau geguckt. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.